Christine Lambrecht mit ihren charmanten Lösungen. Natürlich jetzt als Kriegerin kommt sie nicht so rüber, wie sagen wir mal AKK, das klingt ja schon wie eine Terrorgruppe. Ne? Wie ein Sturmgewehr, die AKK, ne? Also das Lady Kalaschnikow, besser bekannt als Putzfrau Gretel, das war ihr Künstlername im saarländischen Karneval. Da, einige haben die Pointe verstanden, ne? Saarländischer, ist nur zu verlernen mit dem Kölner Oktoberfest, ne? Saarländischer Karneval. Da ist auch wieder so ein Widerspruch in sich, wie Urlaub mit Kindern oder Vernunftehe. Eine Ehe kann nicht vernünftig sein, sonst hieß es Verstandesamt, das ist aber nicht der Fall. Ja, wir waren ja bei AKK, afghanischer Feminismus, auch so ein Wort, ne? Hat sich ja geprägt. Der afghanische Feminismus von AKK. Gut, Afghanistan. Nur ganz kurz, dann haben wir das mit den Kriegen hinter uns. Ich meine, das war ja keine Beziehung, das war rein sexuell. Ohne Sex natürlich, es war eigentlich 20 Jahre Vorspiel, aber es hatte jetzt keine eheähnliche. Guck mal, bei so einer Eheschließung, da stehen ja die Liebestrunkenen vom Altar, schwören sich, bis das der Tod uns scheidet und dann warten sie vergebens. Das haben wir nicht gemacht. Wir sind einfach gegangen, oh, war schön, lassen wir mal telefonieren. Die hätten ja selbst für sich kämpfen können, die Afghanen. Das haben sie nicht gemacht, das war jetzt nicht heldenhaft, aber schlau. Was hätten die sonst machen sollen? Den Krieg gewinnen? Das schafft nur Hans-Lothar Domröse. Wer hat gesagt, 300.000 Mann voll munitioniert und dann kapitulieren die Feige von diesen Mopedbanden. Ja. Aber Mopedbanden sind oft hoch motiviert. Denken Sie mal an die Hells Angels zum Beispiel, Bandidos. Auch die Biker von der Taliban, hoch motiviert. Das sind gnadenlose Surensöhne. Ja, da sind die Dealer Allahs und die verticken ja Opium und Religion. Das ist eine ganz heiße Kombi. Ja. Das wird blutig. Das weiß jedes Kleinkind mit Netflix-Abo, nur wir wussten das nicht. Es kam mir auch total überraschend, muss man sagen. Ja. Viel überraschender als der Ukraine-Angriff, das habe ich aber in Afghanistan, der Vormarsch der Taliban, also der kam wirklich so überraschend wie, sagen wir mal, Weihnachten. Für mich immer ein Schock. Das geht so schnell, verstehst du? Hat wahrscheinlich noch keiner von euch auf der Pfanne, aber Weihnachten ist bald. Ich sag's euch, ne? Advent, Advent, erst eins, dann zwei, dann brennt der Baum und du hast kein Geschenk. Oh Gott, ich wusste jetzt nicht Weihnachten, Ende Dezember, mein Gott. Aber das konnte ja keiner ahnen. Ich hab nix. Hast du kein Geschenk, ist peinlich. Da sagst du, ich hol das nach, aber so ein Weihnachtsgeschenk zu Ostern, das ist ein scheiß Timing. Das ist wie ein Visum für eine Leiche. Ist auch ein scheiß Timing. Aber was sollten wir denn machen seinerzeit? Sollten wir die Ortskräfte evakuieren? Dann wären es ja keine Ortskräfte mehr gewesen. Ja, wir brauchen doch vor Ort die Ortskräfte. Wir wollten das Land ja nicht destabilisieren, also unseres. Nein, nein, wir wollten da keinen hängen lassen. Wozu auch? Dafür hatten wir die Ortskräfte. Die anderen. Lassen wir. Ich muss sagen, es ist ja auch wirklich Schnee von gestern.